unsere heutige Landtagssitzung. Es ist die 28. Sitzung der laufenden Legislaturperiode. Ja, wir haben heute ein umfangreiches Programm mit Gesetzen und politischen Anträgen. Seitens der Landesregierung darf ich Herrn Minister Klaus Bouillon für die heutige Sitzung entschuldigen. Im Einvernehmen mit dem erweiterten Präsidium habe ich den Landtag zu seiner heutigen Sitzung 9 Uhr einberufen. Wir haben die Ihnen vorliegende Tagesordnung festgesetzt. Zur Tagesordnung noch einige geschäftsleitende Anmerkungen. Die Fraktion Die Linke hat zwischenzeitlich einen eigenen Gesetzentwurf zur Stärkung der Beteiligung junger Saarländerinnen und Saarländer als Drucksache 16-847 eingebracht. Wer dafür ist, dass der Gesetzentwurf Drucksache 16-847 als Punkt 18 in die Tagesordnung aufgenommen und gemeinsam mit Punkt 1 beraten wird, den bitte ich, eine Hand zu erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit verfahren wir so. Die Mitglieder des erweiterten Präsidiums sind einvernehmlich übereingekommen, unmittelbar nach den Gesetzen, abwechselnd von der bisherigen Systematik das Schwerpunktthema Klimaschutz zu beraten. Das betrifft die Tagesordnungspunkte 5, 6 und 7 unserer heutigen Tagesordnung. Und wir haben vereinbart, dass auch dazu eine gemeinsame Aussprache stattfinden soll. Erhebt sich dagegen Widerspruch? Das ist nicht der Fall, dann verfahren wir auch hier so. Außerdem haben wir uns im erweiterten Präsidium darauf verständigt, dass die von der AfD-Landtagsfraktion eingebrachten Tagesordnungspunkte 15, 16 und 17 zum Ende der heutigen Landtagssitzung behandelt werden sollen, weil deren Themen bereits mehrfach Gegenstand der Beratungen im Plenum in den letzten Monaten waren. Wir freuen uns immer, wenn Besuchergruppen unsere Plenarsitzungen verfolgen. Auch heute haben wir Besuchergruppen an der Zahl 2. Ich begrüße ganz herzlich Vertreterinnen und Vertreter der Senioren von Verdi aus den Kreisen Saloy und Merzig-Wadern unter Leitung von Frau Ilse Kollmann. Und wir haben Besucher des Tageszentrums Saarbrücken unter Leitung von Herrn Hans Simon. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir beginnen dann mit unserer Tagesordnung. Ich rufe die Punkte 1 und 18 auf. Erste Lesung des von der AfD-Landtagsfraktion eingebrachten Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Saarlandes, des saarländischen Landtagswahlgesetzes, des saarländischen Kommunalwahlgesetzes und des saarländischen Kommunalselbstverwaltungsgesetzes. Das ist die Landtagsdrucksache 16-828. Außerdem erste Lesung des von der Die Linke Landtagsfraktion eingebrachten Gesetzes zur Stärkung der Beteiligung junger Saarländerinnen und Saarländer. Drucksache 16-847. Zur Begründung des Gesetzentwurfs der AfD-Landtagsfraktion erteile ich Herrn Fraktionsvorsitzenden Josef Dörr das Wort.